Freunde, was geht? Wir gucken heute ein extravagantes Video und zwar die traurige Wahrheit über Sky Guy und Forks. Ich habe nebenbei noch was gelesen. So, ja, das Video ist ein bisschen älter. Ich habe Navrex, den Account, jetzt erst kennengelernt. Der macht eigentlich ganz geile Videos. Und die Wahrheit über Sky Guy und Forks, also da muss mindestens auch einmal um mich gehen. Alles andere wäre irgendwie ziemlich lächerlich. Ach, sogar mit Interview oder was? Geil. Headbonkers, dankeschön. Dieser Quatsch. Nur für ein paar Klicks auf YouTube lösen ein paar Jugendliche einen Polizeieinsatz aus. Das ist der Idiotenfreund von Sky Guy. Der wirklich ganz tolle Inhalte produziert. Zumindest wenn es danach geht, dass man kleine Kinder abzockt. Genauso verarscht er mit jedem seiner Videos, die gefaked sind, seine Zuschauer, Digga. Euer Server hat für Aufsehen gesorgt und ab heute nennt euch jeder nur noch Fat Guy und Rock. Der große Hater-Livestream, Fake-Videos, das Kinder abziehen, ein überteuerter Minecraft-Server, der illegal sein soll und sein Polizeieinsatz. All das sind Gründe, warum Sky Guy und Forks seit 2017, 2018 von ganz YouTube-Deutschland in der Luft zerfetzt wurden. Ich denke, jeder von euch kann sich dran erinnern. Der Diss-Track von Reportagen, zahlreiche Reaction-Videos und Videos von KuchenTV. Ja, Sky Guy und Forks waren definitiv umstrittene Personen. Was da alles lief, fasse ich euch heute nochmal zusammen und da gucken wir mal, wie die beiden sich heute benehmen. Was sie so für Content machen, gucken uns ihren Server an und checken ab, ob die Kritik von früher überhaupt berechtigt war. Außerdem habe ich Forks mehrere Fragen gestellt, welche er auch in Videoform beantwortet hat. Also kriegen wir das erste Mal ein richtiges Statement und Einblick in die Dinge von früher. Was wirklich krass ist. Bleibt unbedingt dran, wir legen los. Ach ja, und lass mal bitte ein Abo da, wir haben fast die 30k. Fangen wir mit dem spaßigsten Teil an. Für alle, die Sky Guy und Forks warum auch immer noch nicht kennen, die beiden haben früher auf ihrem Citybuild-Server oft verschiedene Personen verarscht und die Personen sind meistens krass ausgerastet. Meistens handelt es sich dabei halt um Kinder. Hier mal ein Beispiel. Der Scheiß Moderator und nutzt seine vergammelten Rechte aus. Chico, danke für den Scheiß. Das ist der Tweet! Alter Farbenköpf, was geht eigentlich falsch bei dir, Mann? Du verdrecktes Gammelkind, ey! Schnell kam aber die Vermutung auf, dass die Videos gefaked sind und meistens eben Freunde oder viel lustiger sie selbst mit einem Alpha Kevin oder was, Junge, diese Rage Kitty spielen. Das Ganze wird bis zu dem Zeitpunkt lustig, wo man Sky Guy hört, der sich in dem Diss-Track selber beleidigt. Auch hier ein kleiner Ausschnitt, weil das kann ich euch wirklich nicht vorenthalten. 3, 2, 1, go. Ey, yo, Sky Guy! Du kleiner Hurensohn. Yo, Sky Guy. Du kleiner Hurensohn. Geil. Track ihn an dich. Rest in peace. Naja, egal wie lustig das ist, so lustig war das für die meisten gar nicht. Denn der Fake, was es ja im Grunde ist, war nirgendwo gekennzeichnet. Die Frage ist nun, war das wirklich alles, warum sie zeitweise die meistgehassten Personen YouTube Deutschlands gewesen sind? Und nein, natürlich nicht, das wäre völlig absurd. Und zwar gab es da den Hater. Das war ebenfalls eine ausgedachte Figur, die in ihren Videos von einem Freund verkörpert wurden. Das war dann eben der Hater. Der hat sie dann aber auch im Real Life angegriffen und ihre sehr junge Zuschauerschaft hatte dementsprechend Angst um die beiden und haben sich eben Sorgen gemacht. Zu Recht. Das Ganze endete dann in einem Livestream, in dem Zuschauer aus Angst die Polizei riefen und es kam eben zu einem großen Polizeieinsatz. Das Ganze war sogar im Fernsehen zu sehen. Was soll denn eigentlich dieser Quatsch? Nur für ein paar Klicks auf YouTube lösen ein paar Jugendliche einen Polizeieinsatz aus. Für die Jungs ist es ein Riesenspaß, nur die Beamten finden das überhaupt nicht witzig. Leute, stopp, was ist das? Es sind verstörende Szenen, die diese YouTuber hier anscheinend zufällig filmen. Sie werden bedroht, angegriffen und posten die beklemmende Situation live bei YouTube. Einige der Zuschauer scheinen geschockt und wollen den Männern helfen. Was sie aber vorfinden, sind YouTuber, die ein möglichst dramatisches Video für ihren Kanal drehen. Denn ist auch schon sehr dreist, sein Watermark hinter einem RTL-Beitrag zu setzen, einfach nur, weil man derjenige ist, der es geklaut hat. Dafür gibt es mehr Klicks und somit mehr Geld. Für den eigenen Profit Polizeieinsätze riskieren und so wichtige Beamte von anderen Aufgaben abziehen, zumindest in Kiel, haben dafür nur wenige Verständnis. Aber gut, naja, eigentlich gibt's da noch was. Ihr Minecraft-Server. Ja, das war halt das Ding, ne? Also wenn man sowas faken möchte oder sowas, ne, es ist Gleiche wie mit dem, hier, wie heißt es, warte. Wenn man das faken möchte, wie mit dem, boah, wie heißt denn das, geheimen Rätselmacher, boah, wie hießen das, Digga, das haben die Prank Bros auch ganz viel gemacht. Wie heißen die nochmal, der geheimen,
ihr wisst genau, was ich meine. Game Master, nicht geheim, genau, der Game Master oder so. Oder gut, bei dem war es ja schlimmer, weil es da wirklich auch um Sachbeschädigung und so weiter geht. Verstehe ich nicht, warum man das nicht wenigstens irgendwo in der Beschreibung wenigstens kennzeichnet. Dann kann man immer sagen, so, ey, wir haben die Möglichkeit gegeben, das aufzuklären. Dort haben sie nämlich Ränge für circa 200 Euro verkauft. Das alles waren so die Hauptdinge, die man gegen Skygay und Fox immer wieder aufgebracht hat. Fake-Videos, Geldgehalt, durch die Rangkost nehmen, das Kinder abziehen und die Hater-Thematik. Also räume das mal auf und fangen mit dem Thema der Fake-Videos an. Das ist nämlich ganz schnell abgefrühstückt. Die Videos, die beiden früher gemacht haben, würden heute unter die Kategorie Roleplay fallen und hoffentlich auch so gekennzeichnet werden. Deswegen finde ich alleine aus dem Fakt, dass die Videos gestaged sind, die beiden so zu haten dumm. Was ich aber in dem Kontext verstehe, sind die fragwürdigen Themen, das Sexualisieren in Minecraft und andere extrem fragwürdige Szenarien. Davon mal abgesehen, dass die Videos sehr unangenehm sind, wobei sie das auch irgendwie wieder lustig machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Videos zu faken bzw. so Roleplay zu machen, ist ja eine Sache und heutzutage voll legitim. Aber dieser Sex-Content... Ja, was heißt heutzutage wäre es komplett legitim? Ich glaube, heutzutage würde das auch noch genauso kritisiert werden. Zumindest wenn man es halt nicht kennzeichnet und das so schlecht umgesetzt ist wie bei denen. So, ne, ist ja, die verarschen ja im Endeffekt halt einfach ihre Zuschauer. Wenn man das einfach so kennzeichnet, dann wäre es ja auch überhaupt kein Problem, dann können die auch den Content machen, ne? Aber sich halt immer die krassesten Sachen ausdenken und dann so zu tun, als wenn das echt ist, weiß ich jetzt nicht, Bro. Minecraft, ja, nein, einfach nein. Gucken wir jetzt aber mal auf das andere Thema, nämlich die Hater-Thematik. Da wird das Ganze schon ernster. Jetzt wird nämlich das Ganze so dargestellt, als würden die beiden in Real Life bedroht werden und das auch noch in einem Livestream. Es wurde Feuer auf einem Parkplatz angezündet und eingebrochen. Wie gesagt, alles gespielt, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, da es ein Livestream ist. Logischerweise haben dann die Zuschauer Angst, rufen die Polizei oder sonstiges. Dass jeder, der beteiligt... Hä, warum? Zeitpunkt nicht, da es ein Livestream ist. Logischerweise haben dann die Zuschauer Angst. Wurde das bearbeitet? Ach nee, das sah gerade so aus, als ob das eine Auge so ein bisschen unter dem anderen ist. Sieht echt ein bisschen komisch aus, oder sonstige. Dass jeder der Beteiligten an dem Livestream riesige Scheiße gebaut hat, muss ich keinem erzählen. Aber fragwürdige Fake-Videos sind eine Sache. Echte Gefahr vertäuschen? Naja, nee, das geht halt nicht. Aber nun gut, was ist mit dem letzten Thema? Alles rund um den Server. Da bin ich ehrlich gesagt komplett anderer Meinung. Es werden keine Kinder abgezogen und nein, auch die Ränge sind nicht überteuert. Über das Wort teuer können wir gerne reden, aber überteuert würde implizieren, dass die Ränge das Geld nicht wert sind. Was du bei einem Rang mit Prestige und in Minecraft eben gar nicht klar definieren kannst. Ich erkläre euch aber mal, warum die Ränge auf OP-Sucht für mich kein Grund sind, die beiden zu haten. Schon okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der Preis. Die meisten Server verkaufen Ränge für einen Monat, 6 Monate oder 12 Monate. Dort zahlst du dann 10 Euro pro Monat oder eben auf ein Jahr gerechnet circa 100 Euro. Nehmen wir mal Gomma als Beispiel. Dort bekommst du für 50 Euro ein Jahr Premium mit ein paar kleinen Vorteilen. Auf dem Server von Skygay und Fox kriegst du für 200 Euro den besten permanenten Rang. Zu dem OP-Rang komme ich nochmal später. Ja, aber permanent ist halt schon wieder die Frage, wie lange läuft das? Also das Ding ist, du kriegst dir einmal Geld von den Zuschauern, du kriegst einmal viel Geld, aber danach machst du ja kein Geld mehr mit diesem Zuschauer. Was heißt denn limitiert? Gibt es den Server noch? Nein, gibt es nicht. Wenn ich mir jetzt einen Rang kaufe und der geht für 3 oder 6 Monate, dann habe ich halt einen Zeitraum, da kann ich mir sicher sein, dass der Server dann auch noch da ist. Limitiert würde aber bedeuten, den gibt es halt für immer. So, den Server wird es aber halt nicht für immer geben. Keiner weiß, wie lange die das machen. Ich glaube, so extrem lange gab es den Server auch gar nicht mehr. Natürlich ist es ab ca. 180 Euro für einen Rang. Bruder, auf einem Server... Und der hat starke Vorteile. Wenn man so viel Geld ausgibt, sollte man permanent was davon haben. Zumal auch so viel Geld die meisten Leute nur ausgeben, wenn sie aktiv auf dem Server spielen oder eben Stammspieler sind. Und Stammspieler... Ja, oder wenn sie halt einfach Fans von denen sind. Ja, und vielleicht auch dann darauf spielen, aber halt Fans von denen sind. So. Spieler spielen eben jahrelang. Und sorry, aber da finde ich das andere System schon verwerflicher, wobei ich da auch nicht sonderlich gegen was hab, aber im Vergleich ist doch ein Monatsabo viel schlimmer. Ich meine, nehmen wir mal an, du spielst 5 Jahre auf einem Server. 250 Euro, während du bei OP-Sucht 200 zahlst. Wie gesagt, ich finde... Ja... Dafür musst du erstmal 5 Jahre auch dort überhaupt aktiv zocken, so, keine Ahnung, so, das ist das gleiche, keine Ahnung, Adobe zum Beispiel hat auch einen monatlichen Preis, wenn du es halt, wenn du halt weißt, ich nutze es halt nur ein Jahr oder so und dann brauche ich es nicht mehr, dann wäre es halt billiger, als wenn du dir dann das Lifetime geholt hast, ich weiß nicht, wie teuer früher Adobe war, aber bestimmt so 1000 Euro oder so, ich finde das immer noch sehr verwerflich, so, ne, das Ding ist, man darf auch nicht vergessen, die Käufer davon sind ja meistens auch sehr jung, also ich glaube, die wenigsten Volljährigen geben 180 Euro für so einen Rang aus, sondern wahrscheinlich wünschen sich das die Kinder dann zu Weihnachten oder so von ihren Eltern, um auf irgendeinem Server Vorteile zu haben. Und ich meine, einige Vorteile waren auch eher weird. Wir haben darüber am Deinstallier dich geredet. Beides auf jeden Fall. Das ist nicht verwerflich, aber wenn man was kritisieren muss, dann ist es ja abo-basierte Rangmodelle. Aber das Ganze gilt ja auch für jeden anderen Server mit abo-basiertem Rangsystem. Und ja, es ist auch ein Abo, wenn du es nicht kündigen musst. Hier nochmal Play Legend als Beispiel. Dort zahlst du für ein halbes Jahr Premium 53 Euro. Also für ein Jahr 106 Euro. Ja, ist auch viel Geld, ja. Ist auch
auch übertrieben, so safe, ja, also was soll ich euch machen, also, sagen, so, also er sagt jetzt, ja, aber andere Server machen das ja auch, ja, aber die hat man auch, da. Also damals hat man viele Server kritisiert, die das gemacht haben. Naja, ich weiß ja nicht, das wären auf 5 Jahre gerechnet über 500 Euro, also 530. Ich meine, da zahlt man lieber eine Einmalzahlung, also ich meine hier als Beispiel, warum ich PlayLegend anspreche. GamersTime, der Owner von PlayLegend ist, hat auch schon Griefer Games kritisiert für die teuren Ränge und hat dann eben zeitbasierte Ränge, die aufs Jahr 106 Euro kosten würden. Und auch auf Griefer Games ist es eben so, dass du wirklich Vorteile von deinem Rang hast, also keine Ahnung. Da wird von Kiddy-Abzocke geredet und nee, also sorry, sehe ich halt überhaupt gar nicht. Na gut, ihr wisst jetzt, was ich meine. Viel Gelaber, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Rangpreis total gerechtfertigt ist. Das könnt ihr anders sehen, aber das ist eben meine Meinung und Begründung dazu. Ich meine, nee, ich finde nicht, dass auch eine random Minecraft-Server, es ist ja auch nur dieser eine Minecraft-Server, dass das gerechtfertigt ist. 180 Euro, Digga. Es gibt auch günstigere Ränge und die ganzen Unterschiede von den Rängen sind auch erspielbar. Und das auch darauf bezogen, wie früher als dargestellt wurde. Sorry. Ja, alles davon ist Abzocker. Also er, ja, kann sein, dass es andere gibt, die auch noch schlimmer sind. Will ich gar nicht verneinen. Oder die auch heute noch schlimmer sind. Aber 180 Euro ist halt... Aber Kinder abziehen ist halt einfach drüber gewesen. Aber trotzdem, nur weil das okay war, dürfen wir nicht vernachlässigen, was mit dem Hater war. Das ging halt einfach gar nicht. Übrigens, was ich krass finde, bevor SkyGuy und Forks ihre Zuschauer tatsächlich damit verarscht haben, dass sie in Real Life in Gefahr sind, gab es schon Videos, wo gesagt wurde, sie würden ihre Zuschauer verarschen, weil ihre Videos eben gespielt sind. Finde ich halt auch krass. Also man kann klar sagen, es wurde definitiv übertrieben früher, was den Hate an SkyGuy und Forks anging. Gerade vor der Hate. Finde ich, sehe ich heute, also ich stehe immer noch auch komplett hinter dem Video. Ich finde nicht, dass es übertrieben war. Also ich würde sagen, es gab andere Minecraft-YouTuber, die auch so Ränge verkauft haben und so, die viel besser durch diese Zeit gekommen sind, weil die vielleicht einfach nicht so im Mainstream gewesen sind oder weil man die nicht so mitbekommen hat. Das würde ich tatsächlich, würde ich tatsächlich zustimmen. Aber ich finde immer noch, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Ich glaube, bei SkyGuy und Forks war halt das Problem, dass die so viel Müll gebaut haben während der ganzen Zeit, wo die diese Videos gemacht haben, dass sie dadurch sehr in den Fokus gerückt sind. Ne? Und bei anderen, die Minecraft-Server hatten, war das so, ja, die machen halt normale Videos, alles gut. Aber bei denen kam halt alles auf einmal zusammen und das hat sich natürlich so ein bisschen hochgedingst. Hater-Thematik. Ne? Und ja, für das Hater-Ding haben sie eine Klatsche quer durch ihr Office verdient oder für das Sexualisieren von Minecraft-Charakteren. Aber bei anderen Dingen wurde definitiv aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Das SkyGuy und Forks-Wortspiel lasse ich an der Stelle jetzt mal aus. Aber nun gut, das jetzt erstmal zu ihrer glorreichen Vergangenheit und der Server-Thematik. Sehr, sehr kurz zusammengefasst. Ich habe auch einige Sachen ausgelassen, die für mich jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Oh ja, Digga, das Destroys-Ding. Das Geile ist, nachdem dann rauskam, also die haben ja diese Paula gehabt. War das auch bei SkyGuy und Forks? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, oder war das nur Destroys? Aber das war auch gefaked. Und ich weiß noch, dass Destroys irgendwann, als er gemerkt hat, so, jo, ich nehme halt SkyGuy und Forks Hops, hat der sich extra bei mir noch gemeldet und hat mir dann Infos über die gegeben, damit ich kein Video über die mache. Haben, das war beziehungsweise auch geil. Die nochmal in einem ganz anderen Licht stehen. Aber, was machen die beiden heute? Was hat sich geändert? Also erstmal existieren SkyGuy und Forks in dieser Form nicht mehr. Sie machen jetzt Videos unter dem Namen Will, beziehungsweise Original Will oder Will Shorts. Und eben Forks als OP-Phil, beziehungsweise Echt-Phil. Und deren Minecraft-Server, der existiert tatsächlich immer noch. Ach, lol, krass. Anders als CityBuild-Server, die nach den Rangverkäufen ihren Server aufnehmen. Aber, naja, anyways. Ihr seht, ich will auf was hinaus. Okay, krass. Ja, okay, dann gibt's den Server. Nämlich immer noch denselben Content wie früher, aber ohne Sexualisierung oder irgendwelchen fraglichen Aktionen. Klar, immer noch Stage, aber wem willst du das in 2024 noch vorwerfen? Minecraft-Roleplay-Videos sind meistens immer gespielt, worunter die auf jeden Fall fallen. Ich meine, du hinterfragst das ja auch nicht bei einem Epicstun oder bei einem anderen Kinder-YouTuber und die Zielgruppe ist eben auch jung. Was ich aber super finden würde, dass das mal gekennzeichnet wird. In der Beschreibung, ja. Im Titel, wo auch immer. Einfach der Vollständigkeit halber. Aber auch generell, klar, man kann den Content cringe finden, aber verwerflich ist er definitiv nicht mehr. Auch die Hater-Figur oder andere problematische Dinge gibt's einfach nicht mehr. Was meiner Meinung nach aber wieder kritisch ist, dass die VI Crymax ein Server-Casino hatten. Ich sag extra hatten, weil SkyGuy und Forks diesen vor kurzem offline genommen haben. Woran das wohl liegt? Vielleicht an meinem Video? Man munkelt. Jedenfalls haben sie aber auch schon vor längerer Zeit Casino-Werbung auf ihrem Server verboten und sind da immer noch aktiv hinterher, das Ganze von ihrem Server zu streichen. Und damit sind sie theoretisch der erste CityBuild-Server, der das in Angriff nimmt und quasi... Können die davon noch leben? Von dem Server? Krass, ich dachte, die haben den gar nicht mehr, weil ich habe auch gesehen, dass die gar nichts mehr machen. Sie muss komplett aus dem Repertoire... Ja, okay, wenn du dir natürlich dann vor 8 Jahren den Rang geholt hast, dann hat sich das natürlich gelohnt, ne? Und dafür wenn du immer noch aktiv zockst. Was mich dann aber wieder triggert ist, das ist Glückskiste.
Kisten gibt. Ich meine, ja, okay, es gibt zwar wie bei iCrimex einen exklusiven Rang durch diese Kisten, aber der hat keinen nennenswerten Vorteil gegenüber den höchsten kaufbaren Rang. Anders bei iCrimex, da war der Unterschied eben immens. Trotzdem, naja, ich weiß, man muss sich finanzieren, aber da gibt es bessere, beziehungsweise moralisch bessere Wege. Eben als Glücksspiel, muss ich ja, keiner erzählen. Das ist schon eher wack. Stimmt, diese Kisten, die man so, da kaufen wenn sie jetzt schon angefangen haben, Glücksspiel von ihrem Server zu streichen, denke ich, dass die Kisten auch irgendwann weg sind. Aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Forks gleich im Interview dazu sagt, zu den ganzen Kisten und der ganzen Glücksspielthematik. Aber um das nochmal kurz hervorzuheben, ich bin kein Citybuild-Spieler, also ich habe es noch nie gespielt, aber ich bin mal testweise auf ihren Server gegangen und neben den echt coolen Figuren gibt es halt auch einzigartige Mobs in der Farmwelt. Es gibt Minions, es gibt so viel neuen Content weg von Minecraft Vanilla und vieles mehr. Also da steckt schon viel Arbeit. Ja, ich glaube, wir zocken irgendwann mal auf dem Server eine Runde Minecraft zusammen, wa? Tobias Huch, Dankeschön für den Spieler mit, und das ist eben das Wichtige. Da muss ich auch ganz gezielt gegen den Diss-Track von Reportagen sprechen, dass die einen Server machen für Geld. Ich meine, was da alles an Arbeit reingesteckt wird, was da alles an Features drin ist für einen Spieler. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so hinstellen muss. Ich muss das immer mit anderen Servern vergleichen, wie viel Arbeit die in ihr System stecken. Und ich finde, da sticht OP-Sucht schon mal positiv raus. Damit will ich auch gar nicht absprechen, dass in anderen Servern nicht auch Arbeit drin steckt. Aber OP-Sucht ist für mich, gerade als Citybuild-Server, super liebevoll Design, viele Details. Die Lobby sieht super aus. Ich weiß nicht, irgendwie ist das Ganze sehr authentisch. Na, und dann kommt ja, ich glaube, wir müssen das mal wieder spielen. Da muss ich mir ein eigenes Bild von machen. Ich weiß nur, das Ding ist, meine Videos sind ja auch schon 6 Jahre her. Machst du nix. Vielleicht haben die sich ja ich gemacht. Meiner Meinung nach, aber gut. Hier mal als Beispiel für euch. Ich laufe hier mal über die Lobby von einem x-beliebigen Citybuild-Server rüber. Da seht ihr jetzt hier den Spawn. Generell die Optik, was man direkt sieht, wenn man auf den Server kommt, was einem quasi ins Gesicht gedrückt wird und was es generell alles gibt. Und jetzt laufen wir mal im Vergleich über den OP-Sucht-Spawn. Ich finde, da steckt einfach viel mehr Liebe drin. Boah, ja, ist schon ordentlich, muss man tatsächlich zugeben. Der Server ist um einiges ästhetischer. Und ganz ehrlich, das ist ja genau das, was zählt. Als Spieler sollte man nicht über den Tisch gezogen werden und ein gutes Spielerlebnis bekommen. Und das bekommst du eben auf OP-Sucht. Ganz egal, wer SkyGuy oder Fork sind. Ich finde, das muss man mal ganz objektiv sagen. Der Server ist definitiv gelungen. Guckt euch die Statements von Unge oder Annie the Duck als Beispiel an. Egal, was man für ein Statement macht, man wird absolut in der Luft zerrissen. Zu Recht oder auch nicht. Du hast, egal was du für eine Aktion machst, immer permanent einen Stempel aufgedrückt. Und das in der Größe. Und was für mich am meisten zählt, ist, dass SkyGuy und Fork sich absolut positiv weiterentwickeln. Boah, ich weiß nicht. Also ich würd schon sagen, dass man mit einem Statement auch sehr viel rumreißen kann. Ne? Zum Beispiel Tuttle hat sich ja auch selber exposed und war alles in Ordnung. Aber klar, wenn du natürlich über Monate oder Jahre so ein Content machst und du dauernd kritisiert wirst und negativ dargestellt wirst, dann ist es natürlich schwierig, das irgendwann wieder wegzukriegen. Ne? Das ist halt das Ding, ob du einen Fehler machst oder quasi Tausende über einen längeren Zeitraum. Ne? Guter bzw. kein verwerflicher Content. Ein Citybuild-Server, der nach und nach Casinos verbietet, was immer ein Teil von diesem Modus war, also das ist ein neuer Schritt. Das ist halt ein Step, den sich viele nicht trauen. Der Server existiert jahrelang und egal bei welchen Server-Zusammenfügungen, die Spieler haben immer ihren Rang behalten. Also für jeden Kritiker, was wollt ihr mehr? Gerade als Spieler und Zuschauer. Es hat sich halt alles positiv entwickelt. Muss man jetzt abwägen, ob man seine jahrealten Fehler jemandem noch vorhalten möchte, wenn er sich offensichtlich gebessert hat. SkyGuy und Fork sind für mich eben zwei Personen, die in der Vergangenheit durch zu hohe Klicks einen fetten Realitätsverlust hatten und nicht mehr wussten, was richtig und falsch ist. Sie wurden zu den meistgehassten YouTubern Deutschlands und gerade wegen der Hater-Thematik wurden sie halt meiner Meinung nach zu Recht kritisiert. Ja, krass, ne? Aber was ist jetzt absolut nichts Verwerfliches mehr? Und selbst der Hate früher war meiner Meinung nach etwas überzogen bei vielen Dingen. Ich hab's im Video jetzt detailliert erklärt, auch wenn der Hate natürlich, wie erwähnt, nicht ganz unberechtigt war. Was aber eben zählt, ist, wie sie sich weiterentwickelt haben. Casinos ist vom Mojang verboten, deswegen machen die das weg. Aber wenn es andere noch haben, ich glaube, viele Server haben Dinge, die gar nicht erlaubt sind, aber trotzdem und irgendwie juckt das keinen. Ist man echt positiv überrascht. Nun gut, es gibt immer noch zahlreiche Fragen. Warum Glückskisten? Warum haben sie früher überhaupt so einen Content gemacht? All diese Fragen habe ich Forks gestellt und er hat tatsächlich zugestimmt, mir eine Antwort zu geben. Daher bekommt ihr jetzt die Antworten auf die hier eingebindeten Fragen von Kaffee Forks. Kaffee und Kuchen mit SkyGuy und Forks wäre schon cool. Ich weiß halt nur nicht, ob das so viele Leute interessiert, ne? Weil das Thema schon echt sehr alt viel ist. Viel Spaß. Warum heißt ihr nicht mehr SkyGuy und Forks? Eine Frage, die ich sehr häufig bekommen habe. Ja, es gab genau zwei Gründe, warum wir das Ganze gemacht haben und uns umbenannt haben. Zum einen war es so, dass doch super viele selbst nach all den Jahren super voreingenommen an unsere Kanäle gegangen sind und wir gar nicht die Chance hatten zu zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so sind, wie es auch in den Videos dargestellt wurde. Zum einen war das, die ganze Kritik, die wir dann in den Kommentaren bekommen haben, selbst nach all den Jahren super unsachlich. Wir wurden reduziert auf unser Aussehen, wir wurden bedroht, beleidigt und zu Recht, ja, ich weiß nicht. Also ich sehe das anders. Also die haben ihre Buße getan, die wurden extrem durch den weggezogen, die haben ihre Reichweite zu einem großen Teil auf YouTube auf jeden Fall verloren. Ne, die sind ja überhaupt nicht mehr relevant zu dem, was die damals gemacht haben. Und deswegen weiß ich nicht, so ist es also, ja, was willst du da jetzt noch weiter draufhauen, so weißt du? Keine Form der Kritik, mit der wir was anfangen konnten. Und zum anderen haben wir uns entschieden, wir wollen eine neue Herausforderung und ja,
trotz den 500.000 Abonnenten, die wir uns da aufgebaut haben, haben wir uns gedacht, komm, wir gründen einfach neue Kanäle. Und genau das haben wir letztes Jahr auch getan. Und genau in dem Atemzuge haben wir uns neue Namen überlegt, ja, und auch gesagt, wir schließen mit dem alten Kapitel ab. Wie bist du mit dem Hate früher umgegangen? Eine sehr emotionale und intensive Frage. Und ich könnte hier drauf stundenlang antworten, ich muss mich aber leider kurz halten. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt 16, als der erste Hate anfing und ja, zum Peak des Hates, als wirklich ganz YouTube Deutschland darüber geredet hat. Ja, da war ich 17, kurz vor meinem 18. Geburtstag und es bringt keiner einem bei, wie man damit umgeht. Und genau deswegen war auch die Zeit geprägt von sehr vielen negativen Gedanken, sehr viel traurigen Gedanken, besonders weil die Kritik, die vielleicht auch teilweise berechtigt war, so unser Körpergewicht. Und für mich war es einfach super schwer zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn jemand nicht gut findet, was ich mache und mich dann reduziert auf mein Aussehen oder mir droht oder. Es war ja auf jeden Fall eine... Ja, da hat er auf jeden Fall schon recht, ne? Mit Hate umgehen, das muss man auf jeden Fall lernen und so safe. Ich glaube, das Ding ist auch gerade so mit 16 oder wenn du generell einfach sehr jung bist. Du hast natürlich auch noch gar nicht diese Weitsicht im Leben, vielleicht was in Ordnung ist und was nicht, ne? Für die war das vielleicht damals auch mehr Spaß oder so, ne? War natürlich trotzdem weird, was die gemacht haben, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr belastend ist, ne? Wenn dann, keine Ahnung, ich habe ein Video gemacht, das ging mega ab, Unge hat Videos gemacht, die gingen mega ab, der Diss-Track von Reportagen ging mega ab und da kam ja noch viel, viel mehr dazu. Sehr harte Zeit, egal wie gut das Pokerface ist, sowas geht nicht spurlos an einen vorbei. Was war ein Ereignis, was dir im Kopf geblieben ist? Das ist eine Frage, da fallen mir 1000 Sachen ein. Teilweise positive, aber leider auch tausende negative Dinge. Ja, was besonders positiv mir im Kopf geblieben ist aus der Zeit, dass ich unfassbar dankbar bin und auch weiß, wie wichtig Familie, Freunde und ja, auch teilweise die Community ist. Besonders nach dieser Zeit habe ich ein krasses Gefühl von Dankbarkeit an alle da draußen, ob Freunde, besonders meine Familie, aber auch jeden Einzelnen da draußen, der mich supportet hat aus meiner Community auf unserem Server, der immer hinter uns stand und versucht hat, objektiv seine eigene Meinung sich zu bilden und vielleicht auch gesehen hat, dass es eine andere Seite der Wahrheit auch geben kann. Und das Geld hat auch geschmeckt, ja, unfassbar dankbar. Aber ein besonders negatives Ereignis, was mich bis heute geprägt hat, weil ich in so eine Situation noch nie geraten bin, das war circa 2019, vielleicht Ende 2018. Es hat an unserer Bürotür gerüttelt und ja, dann bin ich rausgegangen, es war schon dunkel. Dann stand ich auf unserem Parkplatz und ich schaute nach links. Und in dem Moment, wo ich nach rechts schaute, standen vor mir zwei Menschen. Zwei Menschen mit Skimasken auf. Und der eine zog auf einmal eine Waffe. Und hat die auch direkt auf meinen Kopf gerichtet. Und ich konnte in dieser Sekunde überhaupt nicht nachdenken. Mein Herz war in meiner Hose. Ich hatte noch nie so eine Angst in meinem Leben fast, würde ich behaupten. Und er drückte diese Waffe auch zwei- oder dreimal ab. Und es kam auch jedes Mal ein Riesenknall. Und ich dachte in dem Moment wirklich, war's das jetzt? Weil das Ganze auch so schnell passiert. Digga, was zur Hölle, Alter. Am Ende war das Ganze nur eine Schreckschusspistole, also nichts Echtes. Aber ja, als das dann passiert ist, habe ich noch von den beiden links und rechts den ein oder anderen Schlag abbekommen. Und dann waren sie weg. Ich habe die Polizei gerufen, Anzeige gegen unbekannt gestellt. Und am Ende wurde das Verfahren auch eingestellt. Digga, das ist halt schon sehr krank, Alter. An sich ist mir glücklicherweise nichts passiert, außer blaue Flecken und ja, die ein oder anderen Schmerzen im Gesicht. Aber das war trotzdem ein Ereignis, was mich nachhaltig ja, bewegt. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ne? Das ist halt, also zum Glück passiert das nicht so häufig, dass das irgendwie ins... dass es irgendwie ins Real Life gezogen wird oder so, aber das ist halt schon saukrank einfach, ne? Hat, besonders weil ich seit dem Zeitpunkt wirklich Schiss hatte, dass vielleicht der ein oder andere nochmal so eine Grenze überschreitet, dass ich nicht so glimpflich dabei rauskomme. Ist euer Minecraft-Server nur aus Profit da? Ha, eine sehr heiß diskutierte Frage, auf die ich eine Antwort habe. Ja, wir müssen Profit machen. Ohne Profit würde das Projekt nicht heute so sein, wie es ist. Und auch in der Zukunft könnten wir gar nicht das umsetzen, was wir vorhaben. Denn wir sitzen hier in einem Büro, über 250 Quadratmeter, das bezahlt werden muss. Wir haben ein 15-köpfiges Team, was festangestellt für den Server arbeitet. Junge, wie viel verdienen die denn mit dem Server, Alter? Junge, wir müssen echt mal wieder Minecraft spielen im Stream. Mal gucken, ich glaube, diese Woche schaffe ich das nicht.
wenn dann morgen Abend, aber mal gucken, ich habe Sonntag Fußballspiel und muss noch Schiedsrichter machen. Und immens hohe Serverkosten und auch andere Entwicklungskosten, die nochmal oben drauf kommen. Und für den reinen Betrieb des Servers geben wir im Monat über 50.000 Euro aus. Und Digga, wie viel machen die denn, Alter? Wenn wir keinen Profit machen würden, dann könnte ich das Ganze hier gar nicht stemmen. Denn wenn mal in einem Monat es schlecht läuft oder wir auf einmal irgendwas bezahlen, was wir nicht vorhergesehen haben. Ich dachte, die sind irgendwie so komplett tot oder so, aber das ist ja heftig. Dann wäre hier alles vorbei. Natürlich möchte ich auch mein Geld verdienen für die Arbeit, die ich leiste. Warte, Timo ruft an. Danke. So. Aber im absoluten Hauptfokus steht die Weiterentwicklung. Vor allem, ich würde auch mal interessieren, wie viel Geld die dann damit verdienen. Also das ist ja... Ah, warte. So. So, mich würde mal auch interessieren, wie viel bleibt bei denen da liegen? Wie viel lassen die sich denn auszahlen? Ja, es muss ja echt Millionen, also safe Millionenumsatz sein, ne? Also halt krass, überleg mal, 15 Mitarbeiter... Selbst wenn einer nur so 2,5 brutto im Monat kostet, das ist schon ordentlich. Und OP-Sucht ist das teuerste Minecraft-Server-Projekt, was es jemals in Deutschland gegeben hat. Und wir haben bis jetzt in den Betrieb mehrere Millionen Euro gesteckt, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und nein, ich habe nicht mehrere Millionen parallel mir in die Tasche gesteckt. Wenn wir zurückgehen, habe ich meinen ersten CityBuild-Server 2012 gegründet. Ich war damals 12. Da wusste ich nicht mal, dass ich Geld verdienen kann mit einem Server. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht anders, ohne Profit so ein Projekt zu betreiben. Besonders, weil man auf der einen Seite mit dem Geld die eh schon vorhandenen Kosten decken muss und auch dafür sorgen will, dass man einen Puffer sich aufbaut für schlechtere Zeiten. Denn ich möchte nicht, wie es auch schon andere Serverprojekte in der Vergangenheit getan haben, einfach den Betrieb ausstellen, nur weil mal 2-3 Monate... Wie viele Spieler haben die denn? Weiß man das? Wenn die 1000 Spieler haben, die jeweils Minimum 20 bis 50 ausgeben. Ja gut, das wird ja wahrscheinlich aber wie beim neuen, wie bei jedem Mobile Game sein, ne? Du hast ja halt irgendwelche Wale, die da wahrscheinlich halt voll viel Geld ausgeben, welche, die halt so ein bisschen Geld ausgeben und welche, die auch gar nichts investieren. Nicht, dass Geld erwirtschaftet wurde, was man braucht für den Betrieb, aber die Jahre zuvor man sich die Taschen vollgestopft hat. Was sind eure Ansprüche an eure Videos? Ja, unser Anspruch besteht darin, am Ende den Zuschauer zu unterhalten. Ob es ein Lachen ist, ob es ein Lächeln ist, ob es ein Entsetzen ist, egal welche Form der Emotion, wir versuchen sie zu wecken, versuchen so unseren 413 Grad, das war gar nicht so viel, oder? Zum Teil sehr verrückt. Also weiß ich nicht, aber dafür, dass die 50.000 Euro im Monat zahlen müssen. Kreativen Kopf zu entladen und das ja in Form von Videos oder Shorts unseren Zuschauern zu präsentieren. Mal schlagen wir da voll über die Stränge und ja, natürlich werde ich auch noch heute Videos machen, über die ich in 2-3 Jahren nachdenke und sie vielleicht nicht mehr so mache, aber... Der höchste Anspruch besteht darin, dass einfach derjenige, der meine Videos gerne schaut, am Ende auch sagt, hey, das Video hat mich unterhalten. Und das ist so, glaube ich, die beste Bezahlung, die jeder YouTuber da draußen hat. Ist Geld auch eine tolle Bezahlung, aber am Ende ist ein cooles Kommentar und ein cooles Feedback und halt vielleicht auch zu merken, dass es die Zuschauer wirklich unterhält. Ja, eine absolut tolle Bezahlung und auch teilweise Videos zu machen, die ich, wie gesagt, heute nicht mehr machen würde, aber teilweise auch Videos, hinter denen ich voll und ganz stehe, wo ich sage, genau das bin ich und ja, den Weg will ich gerne weiterverfolgen. Fandest du den Hate bzw. die Kritik gegen euch gerechtfertigt? Ich fand die Kritik in manchen Hinsichten auf manche Situationen oder Taten, die wir vollbracht haben, richtig und finde das auch auf einer Seite gut. Damals habe ich es nicht gut gefunden. Heute sage ich, dass es eigentlich gut war, weil das regt immer zum Nachdenken an und vielleicht auch zu einer Verbesserung. Aber den größten Teil des Hate und auch die Art und Weise, wie kritisiert wurde, die fand ich nicht gerechtfertigt. Ich bin ein Mensch, den man gerne kritisieren kann und ich bin offen für Kritik. Unser gesamtes Serverprojekt lebt von Kritik unserer Spieler. Ohne Kritik würden wir uns gar nicht weiterentwickeln können und würden da ein Projekt bauen, was aus unseren Köpfen nur entschieden wird. Aber das ist ja eigentlich ein Projekt von vielen zig, hunderttausenden Spielern, die auf dem Server spielen. Ja, sind wir auf Kritik angewiesen. Das gleiche auch auf YouTube. Also ohne Kritik würde ich ja gar nicht wissen, was
die Leute gut finden oder schlecht. Und ja, auch wenn ich mal richtig Scheiße baue, dann muss man auch dafür mal auf den Sack bekommen. Also gab bestimmt Kritik, die ein bisschen zu hart gewesen ist. Wie gesagt, ich denke schon, dass da sehr viele Sachen so aufeinander gekommen sind bei denen, weswegen die dann wahrscheinlich auch so ein bisschen für die ganze Szene und so verantwortlich gemacht worden sind. Ne, da würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also klar, viele Sachen waren komplett drüber safe. Ne, auch sehr viele sehr unangenehme Sachen gemacht, die jetzt vielleicht aber nicht so Scam oder so sind, aber einfach unangenehm. Ne, aber ich denke schon, dass halt viele, also die wurden generell so für die Szene so ein bisschen auch mitverantwortlich gemacht. So, ne, das bekommen und da stehe ich hinter. Aber nicht in der unsachlichen und zum Teil falschen Darstellung, wie sie damals gekommen ist. Ob unter dem künstlerischen Deckmantel mit Tod, Mord und Gewalt gedroht wird, ob wirklich riesige Influencer, zum Teil die einflussreichsten Influencer in Deutschland, einen aufs Niederste beleidigen und überhaupt gar nicht sich ein richtiges Bild davon gemacht haben und uns auch gar nicht die Chance gegeben haben, in irgendeiner Form ja zu zeigen, wie wirklich die andere Seite der Wahrheit ist. Und mich begleitet bis heute das Gefühl, dass da einfach ein Zug war, der viel Aufmerksamkeit den jeweiligen YouTubern gebracht hat. Genau deshalb ist auch so interessant war und so gut und auch so akzeptiert war, dass man uns so gehatet. Wo ist Botte? Ich weiß gar nicht, was Botte zu dir gesagt hat. Was sagst du zu der Hater-Livestream-Thematik und dem Polizeieinsatz? Boah, die Hater-Livestream-Geschichte und auch der Polizeieinsatz ist ein Thema für sich, hinter dem ich heute so nicht mehr stehen würde. Ich hätte das viel offensichtlicher kennzeichnen müssen. Was ich gerade stellen muss, ist, dass es durch unseren Livestream, den ich gemacht habe, keinen Polizeieinsatz gegeben hat. Das war ein anderer Livestream, aber es fand halt bei uns statt. Deshalb muss ich mich dafür entschuldigen. Ich würde heute nie wieder irgendwas derartiges machen, was Killermann, danke für den Zuschauer wirklich in eine blöde Situation bringt, dass er vielleicht zum Hörer greift und denkt, da ist wirklich jemand in Gefahr. Das habe ich in meiner Naivität nicht gesehen und ja, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach noch zu unreif und hätte das so nicht machen dürfen und würde das heute auch nicht mehr so machen. Bist du auf euren Content von vor 5 bis 6 Jahren stolz? Wo ist eigentlich Destroys? Gute Frage. Und wo ist Alterbeule? Den gesamten früheren Content. Und ja, wobei, ja, der hat sogar noch immer Content gemacht. Dinge dabei, die ich heute so nie wieder machen würde. Ob ich stolz bin auf meinen früheren Content? Ja, natürlich bin ich das. Ich sitze hier in einem Riesenbüro mit einem 15-köpfigen Team. Ob wir auf unseren früheren Content stolz sind? Ja, sind wir. Denn all das, was wir da damals gemacht haben, war der Samen für all das, was wir heute haben. Diese tolle Community, dieses tolle Projekt, dieses Riesenteam, dieses Riesenbüro, wo wir unseren Traum erfüllt haben. 250 Quadratmeter schon eine Ansage. Ich weiß gar nicht, wie viel meins hat. 180, 200 oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich würde ihm da tatsächlich sogar zustimmen in der Sache. Ne? Also bei mir zum Beispiel, ich habe auch sehr viele Videos früher gemacht, wo ich auch sage, boah, absolut cringe, was ich da hochgeladen habe. Geht gar nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ja, aber diese ganzen Videos, die ich damals gemacht habe, von mir aus auch kleinere Skandale oder Videos gegen Paulana, haben halt dafür gesorgt, dass ich jetzt heute einfach immer noch hier sitzen kann, ne, und mir einfach sau viele Leute einfach zugucken, ne, das ist schon cool. Ein Ort, von dem wir aus ein solches Projekt wie OP-Sucht oder unsere YouTube-Kanäle machen können, das alles war der Grundbaustein dafür. Das heißt aber nicht, dass ich alles wieder so machen würde. Ich weiß nicht, was ihr mit der Lüge meint. Ich weiß nicht, in dem Video stehe voll und ganz. Das stimmt natürlich nicht. Ich würde einige Sachen anders machen und würde auch einige Sachen nie wieder so machen. Und natürlich bin ich auf die Sachen nicht stolz, aber die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, der ganz klar seine Fehler aus der Vergangenheit sieht. Wieso ist der teuerste Rang auf eurem Server nur durch 15 Euro Glückskisten erspielbar? Warum der teuerste Rang nur aus den Kisten ziehbar ist, hat den ganz einfachen Grund gehabt, dass wir uns überlegt haben, wie können wir unseren extremen Supportern, also wirklich die viele Kisten öffnen, etwas Besonderes zurückgeben. Ein besonderes ja, weiß ich nicht, Bro. Status, denn es ist so, dass man mit diesem Rang nicht viel mehr wesentliche Vorteile hat als mit unserem höchst kaufbaren Rang, den man direkt so kaufen kann. Das war uns besonders ja, wichtig. Also das ist halt echt, also das ist, finde ich, halt schon, das ist halt schon die A-Logik halt, ne? Ja, wir wollen ja was zurückgeben, damit die, also es ist halt offensichtlich Glücksspiel und es wird Leute geben, die dann extra Kisten öffnen, nur für diesen Rang. Die diese Kisten vielleicht auch gar nicht geöffnet haben. Also, wenn du was zurückgeben möchtest für Leute, die krassen Support da lassen, dann hättest du auch einfach, keine Ahnung, es wird ja bestimmt irgendwo stehen, wer viel Geld ausgegeben hat. Dann hättest du einfach den Top-Supportern irgendwas geben können oder sowas, ohne dass man dafür dann nochmal extra irgendwas machen musste. Weil dadurch
sorgst du natürlich dafür, dass mehr Leute mehr Kisten öffnen. So, ne? Dass die meisten Vorteile nur kosmetisch sind zu dem vorherigen Rang, den man ja noch kaufen kann. Und daher ist es eher ein exklusiver Status. Trotzdem habe ich mich mit der Thematik jetzt sehr lang auseinandergesetzt. Und dazu wird es bei uns auf jeden Fall eine kleine Änderung geben, dass man ihn auch auf anderem Wege bekommen kann und nicht nur mit Echtgeld das Ganze erspielen kann, sondern auch mit Ingame-Geld. Aber dazu kommt erst in den kommenden Wochen ein Update. Würdest du dich bei wem entschuldigen wollen? Ja, ich würde mich entschuldigen wollen. Und das besonders bei all denjenigen, die damals in der Hater-Thematik, besonders auch im Livestream mit dabei waren, die ich einfach in eine blöde Situation gebracht habe. Da spreche ich auch für SkyGuy. Das war nicht richtig und auch heutzutage würde ich das so nicht mehr machen wollen. Meine Absicht war nie, jemanden in eine doofe Situation oder in eine doofe Gefühlslage zu bringen. Unsere Absicht war es, einfach nur die Zuschauer zu unterhalten. Und da waren wir zu jung, zu naiv, zu dumm. Und da muss ich mich für unsere Taten, besonders zu der Haterphase, entschuldigen bei all denjenigen, die wirklich live dabei waren. Das war ein Fehler, zu dem ich stehe, zu dem ich stehen kommt muss. Kommt es mir nur so vor, dass das Video zugunsten des Kerl zusammengeschnitten. Naja, ich glaube, der Typ, der die Videos macht, der macht eher Videos über Minecraft-Leute und so. Und ich glaube, dass jemand, der vielleicht in der Minecraft-Thematik irgendwie mehr drin ist und so vielleicht einige Punkte auch einfach anders sieht, weil das halt vielleicht in deren Bubble auch normal ist, so, ne? Also es muss ja deswegen nicht gut sein, ne? Aber du denkst natürlich anders darüber, wenn du selber mit solchen Sachen aufgewachsen bist vielleicht und siehst die weniger schlimm. Ich finde jetzt nicht, dass das so schlimm ist, ne? Ich finde auch das Statement von ihm jetzt nicht verkehrt, ne? Was soll er großartig dazu sagen? Also man muss ja dazu sagen, ich weiß gar nicht, wann wir das deinstalliert dich hochgeladen haben. Das müsste so 2018 gewesen sein. Deinstalliere dich. Vor 6 Jahren haben wir das halt gemacht, ne? So, Digga, ich sag ja auch immer, wenn ich jetzt mit Sachen von vor 6 Jahren gefrontet werde, so, Bro, das bin ich halt nicht mehr. Das ist halt nicht mehr mein Content, den ich mache. Ja. Sage, es tut mir leid an alle, die dabei waren und die wirklich um einen gebankt haben. Bestimmt gibt es noch mehr Dinge, für die ich mich entschuldigen müsste, aber das waren Fehler aus der Vergangenheit, die ich so bestimmt nicht noch einmal tun werde. Ich glaube, das wichtigste Learning aus der ganzen Zeit ist es, auch klar zu seinen Fehlern zu stehen. Und ich bin nicht fehlerfrei und werde es auch die nächsten Jahre nicht sein. Ich werde bestimmt immer wieder irgendetwas tun, was vielleicht über eine Grenze geht. Einfach weil, ja, man lernt erst, wenn man es getan hat. Und das soll nicht falsches Verhalten entschuldigen. Ich bin immer gerne offen dafür, dass mich jemand kritisiert und mich auf einen Missstand aufmerksam macht. Trotzdem soll die Entschuldigung nicht zu knapp kommen und ich entschuldige mich für unsere Fehler, die wir damals gemacht haben, besonders in der Hater-Thematik und vielleicht auch für all die anderen Dinge, die berechtigterweise kritisiert wurden. Ja, das waren alle Fragen für Forks. Ich weiß zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, was er genau sagt bzw. gesagt hat. Ihr solltet die Infos aber auch ohne mich aufnehmen und euch eine eigene Meinung bilden. Ihr habt meine ja schon vorher zu Genüge bekommen. Also, was sagt ihr? Wie steht ihr zu den beiden und könnt ihr meine Gedankengänge verstehen? Das war meine kleine Aufarbeitung. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, es ist völlig okay, wenn ihr eine andere Meinung habt oder noch kritisch eingestellt seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Schreckschuss-Story macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch nicht ganz wiedergegeben. Ich glaube, in der Situation hast du auch nicht alle Erinnerungen immer komplett am Start. Das mit den 50.000 für den Server ist auch komisch. Ja, das finde ich auch. Also 50.000 monatliche Kosten für den Server, dann hast du noch die Bürokosten. Du musst dir eigenes Geld auszahlen natürlich. Du musst ja von irgendwas leben. Und du hast 15 Vollzeitmitarbeiter. Weiß ich nicht, ne? Bester Rang aus Kistenrechtfertigung aussaß, aber ansonsten finde ich das selber ganz gut. Ja, also ein paar Sachen waren vielleicht schon ein bisschen komisch, ne? Also ich finde auch, dass es ein bisschen verschönigt gewesen ist. Ich sehe einige Sachen auch anders, ne? Auch immer noch. Ja, weiß ich nicht. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ne? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.